6 Jahre lang war Maciej Gebala Kreisläufer in Leipzig. Beim SC DAFK entwickelte er sich zum polnischen Nationalspieler. Am Montag kam er als Erlanger zurück und bezeichnet die Leipziger Spieler als seine Brüder. Aber kaputtlaufen war das Motto von beiden Mannschaften. Das hohe Tempo führte aber auch zu vielen Fehlern. Dann kam Leipzig, Entwurflaune durch Klima. Erste 2-Tore-Führung für die Sachsen vor fast ausverkauftem Haus. Mit Christiansson und Witzke hatte Leipzig wieder neue Optionen nach Verletzungen. Aber die Altgedienten trafen, so wie Binder, der Kapitän. Erlangen steigerte sich dann in der Abwehr. Auf der anderen Seite war die Leipziger Verteidigung auf Kuschelkurs. Mit Svensson hatten sie Probleme. Der 26-jährige Schwede durfte viel zu frei werfen. Aber dieser erste Saisonsieg gegen Potsdam brachte Erlangen zurück. Halbzeitstand 16:17. Die bessere Effektivität, die höhere Passgeschwindigkeit in der zweiten Hälfte hatten die Sachsen. Klima plus 2 wieder für Leipzig. Spielstand gedreht. Erlangen fehlte dann die Präzision, viele unvorbereitete Würfe, aber Leipzig kam in den Tempofluss. Und zwar mit Witzke. Hier bekommt er den Ball. Erste 3-Tore-Führung für Leipzig. Sie rissen das Spiel an sich. In der zweiten Hälfte war Ebner im Leipziger Tor und er entwickelte sich zum Faktor minus 5, der Rückstand für Erlangen. Sie probierten viel, das funktionierte über Büdel. Übergänge schafften Räume. In der Schlussphase ging es dann für Erlangen um Schadensbegrenzung. Sie spekulierten viel, gingen raus, so wie hier Bissel. Sie kamen in die Tempo-Gegenstöße, aber Ebner am Ende mit 9 Paraden, 53% in der zweiten Hälfte, war spielentscheidend. Das ist sehr enttäuscht. Die 2 Punkte, das ist die wichtigste. Und ja, wir spielen heute, also erste Halbzeit war okay, verworfen ein bisschen zu viel. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir das gleiche Problem, wir verworfen zu viel. Erlangen ist eine schwer zu bespielende Mannschaft und nach dem Selbstvertrauen in den letzten Wochen war es jetzt wichtig, dass wir gerade die Punkte zu Hause holen, um wieder zurück in der Erfolgsspur zu sein, nach der Niederlage in Lemgo. Endstand 32:25. Leipzig bleibt zu Hause ungeschlagen und freut sich jetzt auf das Ostderby gegen Magdeburg. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein